Ich suche nach einem Anhänger. Haben Sie da etwas für eine Dublone? Alle Anhänger kosten 2 Dublonen. Hier sind 2 Dublonen. Kann ich mir jetzt Ihre Anhänger ansehen, bitte? Für wen soll er denn sein? Tana möchte ihn als Geschenk für Häuptling Bajari haben. Dann habe ich genau den richtigen für euch. Sind Sie sich da wirklich sicher? Glaubt mir, das ist genau die Art Anhänger, die ihm gefällt. Danke. Juan, was machst du denn? Ich versuche mich gerade zu entscheiden, wie der Resort-Eingang aussehen soll. Na, irgendwie bombastisch eben. Natürlich. Da gibt es etwas, das du über Morgan wissen solltest. Und was wäre das, Sunny? Sie ist unaufrichtig und sie benutzt ihre Mitmenschen. Ich weiß ja, dass sie ziemlich heimlichtuerisch ist, aber das geht dann wohl doch etwas zu weit. Du musst doch wohl wissen, wie sie ist, sonst hättest du sie ja wohl kaum bedroht. Aber ich habe sie in meinem ganzen Leben noch nie bedroht. Du kannst sagen, was du willst, aber ich habe den Beweis dafür gesehen. Wirklich? Also, was hat Morgan denn getan, was dich so aufregt? Sie hat mich zu One-Eye geschleift und in einer Art Tauschhandel angeboten, als wäre ich nicht mehr wert als eine Scheibe Schinken. Das sieht ihr aber gar nicht ähnlich. Sie hat gesagt, One-Eye könnte die Insel befreien. Oh je. Darüber redet man besser nicht. Sie hatte sicher gute Gründe dafür. Hier, wirf doch mal einen Blick auf diese Pläne. Du hast das alles ganz falsch angeordnet. Falsch? Der Swimmingpool muss direkt neben dem Hotel sein und das Restaurant sollte Teil des Einkaufszentrums werden. Wirklich? Aber ja, die Käufer wollen hier irgendwo Mittag essen. Und einen Parkplatz hast du ganz vergessen. Ah ja, das scheint mir einen Sinn zu ergeben. Ich verstehe jetzt langsam, wie die Teile zusammengehören. Und was ein Parkplatz ist, kann ich mir ja später noch überlegen. Juan, ich brauche eine Schreibfeder und ein Blatt Papier. Sieh mal in meinem Büro nach. Hier ist der Schlüssel. Hallo, Sunny. Bist du hierher gekommen, um mich wieder gefangen zu nehmen? Nein. Soll ich dieses Mal vielleicht über die Planke gehen? Der Captain gibt die Befehle und wir gehorchen. Wenn wir das nicht täten, wäre es Meuterei. Sie wird uns alle retten, daran besteht kein Zweifel. Retten wovor? Ich habe schon zu viel gesagt. Was zum Teufel geht hier vor? Warum hast du versucht, mich an One-Eye auszuliefern?
Ich schulde dir keine Rechenschaft. Scher dich raus! Du hast versucht, mich für eine Art Tauschhandel zu benutzen. Da ist eine Erklärung ja wohl das Mindeste, was du mir schuldest. Das geht dich gar nichts an. Stößt du eigentlich absichtlich jeden vor den Kopf? Was um Himmels Willen bringt dich denn auf die Idee? Entweder verschmähst du die Menschen oder du weigerst dich, ihnen zu helfen, wenn sie dich am meisten brauchen. Noch... Habe ich da gerade ein Schluchzen gehört? Kleine Schildkröte, lauf doch nicht weg. Ich muss für Miguel Schildkröten sammeln. Hallo, ich bin Sunny. Freut mich, Ihre Bekanntschaft zu machen, Ma'am. Ich bin Elvis. Wie ist Ihr richtiger Name? Elvis, Ma'am. Ich weiß, dass Sie Elvis nur imitieren. Ich habe den echten Elvis gesehen. Dazu sind Sie viel zu jung. Okay, ich habe Filme mit dem echten Elvis gesehen. Er war ein sehr gut aussehender Mann. Hören Sie mal zu. Niemand auf der Insel hat je vom echten Elvis gehört. Wenn die Inselbewohner also fragen, dann bin ich für sie der echte Elvis. Okay, okay. Wie sind Sie denn hier gelandet? Ich bin vor 10 Jahren hierher gekommen, Ma'am. Ich habe in einer Show an Bord eines Kreuzfahrtschiffs gearbeitet, bis sie mich über Bord warfen. Sie fanden meinen Gesang wohl nicht ganz so berauschend. Warum haben Sie den Job auf dem Kreuzfahrtschiff dann überhaupt angenommen? Ach, es hing mir einfach zum Hals raus, in Vegas Eheschließungen vorzunehmen. Was würden die Inselbewohner wohl sagen, wenn sie wüssten, dass sie nur ein Elvis-Imitator sind? Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie es Ihnen nicht auf die Nase binden würden. Aus irgendeinem Grund lieben Sie meinen Gesang und ich wollte doch schon immer als Elvis singen. Na gut, aber wenn ich die Klappe halte, dann schulden Sie mir was dafür. Haben Sie vielen Dank, Ma'am. Wann singen Sie denn nun? Jeden Samstagabend hier im Inn, direkt nach dem Hennenrennen. Hört sich ja nach einem Abend voller aufregender Ereignisse an. Diese Woche erwarte ich eine Menge Leute bei meiner neuen Show. Ich habe in der ganzen Stadt Plakate aufgehängt.
Ihre Gitarre sieht ziemlich mitgenommen aus. Man kann nicht richtig darauf spielen. Die Saiten sind schon vor einiger Zeit gerissen und ich habe bis jetzt noch keinen Ersatz gefunden. Ciao. Elvis in der Karibik. Super kitschig, aber irgendwie auch sehr glamourös. Der Elvis-Film, an den keiner je gedacht hat. Hey Elvis, kann ich eines Ihrer Plakate haben? Natürlich, Ma'am. Sie können so viele haben, wie Sie wollen. Eins reicht, danke. Miguel kann darauf seine Mitteilung schreiben. Muss die Tür zum Büro. Wo gedenkt ihr denn hinzugehen? Juan sagte, es sei in Ordnung, in seinem Büro nach einer Schreibfeder zu suchen. Er hat mir seinen Schlüssel gegeben, sehen Sie? Also dieser Mann ist wirklich viel zu vertrauensselig. Eine Schreibfeder. Wer hätte gedacht, dass es so schwierig sein kann, an einen so einfachen Gegenstand zu kommen? Papier habe ich ja schon, also kann ich jetzt zum Gefangenenlager zurückgehen. Tana. Hallo. Habt ihr ein Geschenk gefunden? Hier ist der Anhänger, Tana. Er ist perfekt. Ich stehe für immer in eurer Schuld. Bitte nehmt dies als Zeichen meiner Dankbarkeit. Es ist nicht viel, aber diese Pflanzen sind sehr selten auf der Insel und man findet sie so gut wie gar nicht. Vielen Dank. Tut mir leid, aber es darf niemand ins Lager hinein. Es tut... Hallo! Hallöchen! Hallo! Hallo, Häuptling!
Sunny. Eure Idee war ganz hervorragend. Mir hat das Getrommel noch nie so gut gefallen wie heute. Also wenn das Atabey nicht hilft, dann weiß ich's auch nicht. Kann ich die Gefangenen noch einmal besuchen? Aber natürlich. Geht nur zu ihnen, wann immer ihr wollt. Miguel hat mich gebeten, euch diese Schildkröten zu bringen. Hervorragend! Jetzt können wir Schildkrötenrennen veranstalten. Oh, verdammt! Jetzt habe ich den Wettstreit verloren. Ach, was soll's. Na dann, viel Spaß, Jungs. Wartet, wollt ihr nicht ein Schildkrötenwettrennen mit uns machen? Das kommt darauf an. Wie lange dauert so etwas denn? Es ist nur ein Rennen über 3 Runden. Also würde ich mal sagen, so ungefähr 9 Stunden. Hey, macht nicht so ein Gesicht. Das sind schließlich Schildkröten. Ich bin sicher, dass das bestimmt lustig ist, aber ich habe noch etwas anderes zu tun. Viel Spaß, Jungs. Wie bitte? Hier, Miguel, nehmen Sie das hier. Vielen Dank. Wozu gebt ihr mir ein Plakat für eine Veranstaltung, die ich ohnehin nicht besuchen kann? Sie können die Botschaft an Ihren Vater auf die Rückseite schreiben. In Ordnung. Habt ihr eine Schreibfeder? Ich habe eine Schreibfeder für Sie gefunden. Vielen Dank. Schreiben Sie jetzt die Botschaft an Ihren Vater? Habt ihr meinen Freunden die Schildkröten schon gegeben? Ja, das habe ich. Sie haben mich eingeladen, beim Rennen mitzumachen. Vielen Dank. Dann schreibe ich jetzt die Botschaft. Was machen Sie denn da? Ich schreibe 2 Botschaften. Eine an meinen Vater und die andere an Carmen. Wer ist Carmen? Meine Verlobte. Wir haben einander so lange nicht gesehen, dass sie bestimmt schon ganz krank ist vor lauter Sorge um mich. Danke. Werdet ihr die 2. Botschaft zu Carmen bringen? Wo wohnt sie denn? In der Stadt. Okay, dann kann ich das machen. Ich stehe für immer in eurer Schuld. Jetzt übertreiben Sie aber mal nicht so. Hallo, kannst du mich rauslassen?